Um mit dem Feldsanitäter von Stufe 18 auf Stufe 19 zu kommen, müssen wir 5 Gegner mit dem LMG aus 200 Metern Entfernung oder beziehungsweise aus mehr als 200 Metern Entfernung töten. 5 Kopfschüsse mit dem LMG vollbringen ohne einen einzigen Fehlschuss und 2x5 Gegner innerhalb von 15 Sekunden mit dem LMG töten. Das ist alles easy machbar, aber das LMG, ich habe jetzt hier die Stoner ausgerüstet, hat halt nichts mit dem Medic zu tun. Und ich habe das jetzt auch schon im Delta Company Discord an Ubisoft gemeldet. Ob sich was ändert, ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Aber ich meine, ein Versuch ist es wert. So, ich muss mir hier einen markieren, damit ich weiß, wann der 250 Meter entfernt ist. Ja, der Drohnentyp vielleicht gerade. Ach, guck mal, jetzt. So, wie einfach nur 5-mal Gegner töten. Gut, dann lege ich mich jetzt hier hin. Ich weiß halt gar nicht, wie der Bullet Drop ist. Ich guck mal. Okay, das ist schon heftig. Okay. Noch keinen getroffen. Das ist ja zu nah, verdammt. Du kannst es vergessen. Oh Gott, wo kommt ihr denn her? Und so schnell sind 150 Schuss weg. Tja, das hat ja nicht so gut funktioniert. Die sind aber auch echt schnell in Deckung gegangen. Bin ich gar nicht gewohnt. Ich muss jetzt unbedingt mal die Medic-Drohne einsetzen. Denn es passiert so oft, dass ich die Leertaste, also dass es nichts bringt, wenn ich die Leertaste gedrückt halte. Und das geht aber ja nur, wenn die Medic-Drohne noch nicht eingesetzt wurde. Kann ich da eigentlich? Nee, Fotomodus geht nicht. Nip, 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 nip. Und raus aus der Drohne. Komme ich denn aus der Drohne wieder raus? Ach so, okay. Gut. So. Nee, falsch. So. Ich brauche einen neuen Gegner, der 200 Meter oder mehr entfernt ist. Haben wir hier so etwas? Zur Not haben wir da vorne einen Checkpoint. Ja. Ja, hier ist, weil wir frisch gespawnt sind. Ah doch, guck mal hier. Nee, jetzt will ich markieren. So. Gut. Also 200 Meter sind ungefähr der... Ich muss es genau wissen. Ich markiere mir hier diesen Baum. Ist der jetzt korrekt markiert hier? Ja, gut. Ich muss wissen, wie viel 200 Meter Drop ist. So, ich ziele dann hier hin. Okay, das ist tatsächlich der Anfang vom Kreuz. Ungefähr. Wer hat denn da schon wieder was gehört? Im Wald. Gut, aber ich war. Ach, ich gehe mal immer die Karte auf. In den Busch. So. So. Okidoki. Dann weiß ich, was eben mein Fehler war. Welchen habe ich markiert? Den vorderen. Gut. Den, der steht. Das heißt nämlich der Baum, auf den ich geschossen habe. Ach ja, guck mal, der ist noch viel weiter weg. Ja, der war viel zu weit weg. Und deshalb habe ich halt einfach alles voll drüber geballert. Das hier sind 250 Meter.
wenn der Zug weg ist. Das könnte vielleicht ein bisschen niedriger sein. So, aber so müsste es passen. Jawohl. So, da haben wir einen Gegner. Da haben wir zwei. Mehr haben wir da leider nicht. Gut, so, also ich habe doch eben noch welche da im Wald rumschreien gehört. Ah, da, guck mal. Da kommt der erste. Der ist aber leider zu nah. Oh, hallo. Da vorne hat auch irgendwas O gesagt. Nee, mussten. Brauchst nicht. Er kommt immer näher und immer näher. 200 Meter hier. Ich muss rückwärts gehen, sonst klappt es nicht. Nein. So, das war der dritte. So, wo sind seine Kollegen? Was? Oh, toll. Scheiße, ich sehe nichts. Moin. Also ich finde, die Stoner macht schon mächtig Spaß. Aber mit dem Ingenieur macht die Stoner halt noch viel mehr Spaß. Vor allem gegen Drohnen, weil der Ingenieur schon ab Stufe 2 20% mehr Schaden an Drohnen verursacht. Also 10% so von sich aus und dann nochmal 10% mehr. Da. Hallo. Bist ein bisschen sehr weit weg. Ich lade mal nach, nur zur Sicherheit. 150 Schuss sind auch nicht endlos. Daher. Lieber auf Nummer sicher gehen. So, der steckt da hinten halt seinen Kopf jetzt kaum hinter dem Bäumchen raus. Irgendeine Zivilistin. So, von hier aus treffe ich ihn aber. Das war Nummer 4. Hä? Ihr wart aber vorhin noch nicht da. Und da ist auch gerade was gespawnt. Die sind gerade da gespawnt. Habt ihr das gesehen? In dem Moment, in dem ich die Drohne eingesetzt habe. Sind die hier gespawnt? Wie Schweinepriester. Aber gut, da haben wir da den fünften und dann haben wir die erste Herausforderung hier schon mal geschafft. Also die sieht eigentlich echt mehr aus, so irgendwie, als wäre sie so auf Stufe 13, 14 so vom Ingenieur, ne? Die Herausforderung. Das hat nichts mit Stufe 18, 19. Vom Medic. Also nichts, rein gar nichts mit dem Medic zu tun, ne? Hier LMG. Naja. Der war zu nah. Mist. Oh, genau 200 Meter und muss wirklich weiter weg sein als 200 Meter. Das ist sehr schade. Der natürlich hinterm Auto und hinterm Baum. Ich habe ihn getroffen. Gut, damit haben wir die erste Herausforderung. Jetzt 5 Kopfschüsse mit dem LMG. Da würde ich sagen, wo haben wir denn gerne mal so eine 5er-Patrouille? Beziehungsweise. Ja doch, 5er Patrouille eigentlich am Harrisforest, aber da waren wir jetzt gerade, wir hatten Patrouillen, aber die sind dann halt, waren dann halt weg. Ich pflanze mich kurz hin für Munition und dann
Stehe ich direkt wieder auf. Na, hoffen wir mal, dass hier auch ein paar Patrouillen kommen. Also 5 Kopfschüsse mit dem LMG ohne Fehlschuss. Ist leicht und schwer. Es ist leicht, weil ein Kopfschuss halt leicht ist. Aber es ist auch schwer, weil das MG halt nicht immer nur einmal schießt, wenn man klickt. Sondern manchmal halt zweimal. Kommt das Auto hier? Ja, gar nicht so schlimm. Wir sind vorbeigefahren. Okay. Ich kann die Kopfschüsse auch von mir aus alle mit Fahrzeugen machen. Das ist kein Problem. Braucht noch 5 Gegner in 15 Sekunden. Oh. Du bist tot, hörst du? Toll. Mach das ab! So, naja, ist zumindest einer. Das Fahrzeug hat mich jetzt überrascht. Das war nicht so gut. Ich hätte es auch einfach vorbeifahren lassen können. Aufgepasst. Scheinbar sind Feinde in der Nähe. Verstanden. Uns entgeht nichts. Wir werden. Das waren dann 3. Die sind zu weit weg. Ich weiß nicht, wie weit. 1. Hier treiben sich feindliche Einheiten rum. Vorsicht! Der Feind operiert in unserem Sektor. Irgendwo da drauf. Ja. So, das waren die 5 Kopfschüsse ohne Fehlschuss. Wunderbar. Gut. Jetzt muss ich nur noch 5 Gegner. Zweimal 5 Gegner innerhalb von weniger als... Oh, hallo. Wer kommt denn da? Das waren einmal 5 Gegner. Du bleibst hier. Ich muss nachladen. Ja, wenn ich schon so einen Konvoi überfalle, dann will ich auch wenigstens was von haben. Oh. Der hat's überlebt. So. PS sind im Keller quasi. So, ich will meinen Loot noch haben. Ich will meinen Loot haben. Lasst mich wenigstens meinen Loot noch. So, war das jetzt das Einsammeln? War das die Einsammelanimation? Ja, gut. Alles klar. So, noch einmal 5 Gegner, bitte. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Bitte. Ach, das ist ein dicker. Ja, hier ist jetzt alles ruhig, genau. Sehe ich ganz genauso. Und wir machen nochmal eine Schnellreise zum Herrsforst. In der Hoffnung, dass da wieder eine Fünferpatrouille gespawnt ist. Entweder da vorne rechts oder weiter links. Oder vielleicht noch mal ein Konvoi vorbeikommt. Wobei das schon echt knapp war gerade mit dem Konvoi. Hier haben wir nur eine Dreierpatrouille. Ist das eine ein Drohnenträger? Das hänge ich im Baum. Ja, das eine ist ein Drohnenträger. Dann geht's auch mit denen. Sehr gut. So, insofern der Drohnenträger auf dem Bauch fällt und nicht auf den... Weiß schon, auf dem Rücken. Solange ich an die Drohnen drankomme. Ich könnte mich einfach hinter die stellen. Und dem im lebenden Zustand. Oh Gott. Leg dich hin. Oh Gott, es war knapp. Ich habe die Leertaste gedrückt, gerade anstatt die linke Alt-Taste, die ich zum Hinlegen verwende. Ich habe meiner Alten gesagt, ich würde sie heute Abend anrufen, aber ich...
Drohnentyp? Nein, Drohnentyp, du bist auf den Rücken gefallen. Nein, er ist auf den Rücken gefallen. Das ist korrekt, ich kann gar nichts. Ah, er ist auf den Rücken gefallen. Manu, hätte klappen können. Aber irgendwie ist der ist durch die Zerstörung der ersten Drohne, durch diese Explosion von der Drohne, ist der direkt weggeflogen, ne? Hat so ausgesehen zumindest, aus meiner Perspektive hier. Da ist ein Auto gespawnt und alles ruckelt. Und da ist eine Patrouille gespawnt. Aber nur eine Dreierpatrouille ohne Dingens. Drohnenschütze. Also ich hätte ihnen sollen Kopfschüsse geben. Dann wäre vielleicht die Gefahr nicht so groß gewesen, dass der auf dem Rücken landet. Naja, ich weiß es nicht. Steckt man nicht drin. So, da kommt ein Auto. Hallo ihr. So, da haben wir sie doch. Damit sind wir auf Stufe 19. Nice. Und das war diesmal gar nicht so schwer. Gott sei Dank.